Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 10. Und wir... Ups. Das war nicht der Plan. Naja. Wir holen uns wir stören das Gefängnis hier. Nach Verfolgung, glaube ich, irgendwas. Wettlauf der Zeit. Alles ist das. Helfen oder so. Aber nix. Wir brauchen noch Schlüssel, jetzt können wir den abgeben. Hin und her gereise. So. Damit können wir dann jetzt gleich eins der Tore aufmachen. Für die Allianz. Oder auch nicht. Ganz wichtig, hierbei ist es noch immer abzumachen. Das Licht sei mit euch. Nicht weitergeht. Seid ihr. So, das hat nämlich damals sonst nie funktioniert. Und auch wenn man in der Fluggestalt ist oder so. Dann werden wir nachher hier abgesetzt und können das öffnen. Dann auch suchen, was wir alles nicht brauchen. 2 Gold 70, 2 Gold 90, das 3 Gold. Seid vorsichtig. So. Irgendwo gab es doch auch. Hallo? Auf dann! Kann ich euch helfen? Da seid vorsichtig. Was Bestimmtes? Ein Schmiss braucht nicht. Zauberbedarf. Ergänzchen. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Ja, das gibt's alles gar nicht mehr. Auch da. Ja, den Schriftenkunde. Ja, war gerade Inschriftenkunde neu mit Lich King. Haben ganz viele ihre Beruf oder manche viele ihre Beruf verlernt. So. Können wir gleich gucken, dass wir auch also auf den Weg zum Oculus, glaube ich. Ne, der Nexus. Da drin ist der Olus. Furchtbarste Ini überhaupt. Wer sie kennt, weiß, was ich meine.
Machen wir bald wieder fein, wir haben nur noch 1800. Können wir bald hier auch wieder rummetzeln. Dafür müssen wir es töten, dafür müssen wir es töten, dafür müssen wir es töten. Begrüßt der Nexus, des Nexus. Und hier ist dann irgendwo gleich so eine Kuppel, wo wir drunter landen. Plattform hier. Und später zu Katar muss man nochmal nach hier, weil man... meine Gott. Wenn man braucht, muss jemanden töten. Ach Quatsch, man muss nicht mehr töten, man muss auf eine Quest hier machen. Für den Stab, wodurch man zum Drachen wird. So. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Seid vorsichtig. Das Licht segne euch. Das können wir kaufen, das können wir verkaufen. Ziehe den Ehren. Am Anfang sieht irgendwie alles gleich aus, obwohl nachher mit dem T-Set sind auch alle gleich aus. Vor allem durch Uldur. Schönen guten Tag. Man sieht sich. Schönen Tag auch. Später dann in CC geht es dann wieder. Wir haben keine. Die Reisen sicher sein. Nicht so, wenn man Patronen oder Pfeile kaufen könnte. Geologische Messung durchgeführt. Gehen wir mal die Messung durch und dann haben wir die Questreihe nämlich auch fertig. Oh, ich glaube da ein Verstärker. Geist des Nordens. Ich glaube, da stimmt was nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Können wir da mal gucken. Sprich Energie oder so verliert der Kumpel nicht. Angreifen kann man den auch nicht. Jetzt fliegt der schnell weg, das ist bestimmt Angst vor uns. Er weiß, dass wir ihn schon ein paar Mal getötet haben. Damals. Und immer mal wieder. Das ist aber nicht die Messung. Unten rein. Genau. Hier gab es ja auch Messungen. Ja, manche Sachen sind schon ewig her. Bären sammeln. Richtig. Danach müssen wir die Steine sammeln.
nicht töten. Noch eine Messung durchführen. So. Da unten war der Nexus. Oder ist der Nexus? Ich sag euch, furchtbar, René. Furchtbar. Und irgendwann gab es dann so Belohnungskisten, wenn man ein paar Instanzen gemacht hatte. Ich glaube, so Dailies waren das. Weiß es nicht mehr so genau. Ich meine, so eine Art Dailies waren das. Und wenn man die alle abgeschlossen hatte, gab es am Ende eine Kiste, wie jetzt ähnlich wie bei Red Quest. Am Ende von der Instanz gab es eine Instanz. Da konnte dann ein Drache drin sein. Nachdem ich den Drachen irgendwann hatte, Blaudrache, hat es dann auch verdient, um zu machen. Ich glaube, das versteht jeder. Aber wie genau das zusammenhing, weiß ich nicht. Aber das ist lange nicht. Alles töten muss, aber dann für 4 Quests Erfahrung bekommt. Das wäre einfacher. Auf jeden Fall eine Menge Zeit sparen. Schwupp. Und einen Hexenmeister haben wir dabei. Das war auch noch gut. Heiler, Schurke, Hexenmeister und Tanker. Manchmal haben wir dann, je nachdem wo wir waren, auch noch einen irgendeinen der umgeladen. Also konnten wir da direkt Instanzen latschen. Dungeon Bros am Anfang gab es nämlich noch nicht. So, ja, wir haben dann irgendwann angefangen. So, ungefähr alle 70. Nein, aber schon. Ich habe schon erzählt, der schon etwas vorgelegt hat, den wir dann irgendwann eingeholt haben. Aber der hat gar nicht so lange gespielt, ne, danach. Nachdem, Naxxramas rausgekommen ist, war er noch ein bisschen, lassen zwei, drei Mal mitgegangen sein und dann war er weg und keiner wusste, wie das manchmal so ist, wo er hin war. Da hat er auch nie gesagt, ja Leute, kein Bock mehr. Ja Leute, er war einfach weg. Wir hatten ja auch ein Forum und so. Ja, traurig manchmal. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Es gab viele solche Leute. Einfach gesagt haben, ja, da reicht, tschüss. Beziehungsweise nichts gesagt haben, weg. Na ja, gut, genug
für jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, War of the Lich King. Und damit auf Wiedersehen.